Frank von Giga hier. Ich bin neulich gefragt worden, sag mal, kannst du mir einen Prepaid-Tarif empfehlen? Ich so, Prepaid? Das gibt's noch? Ja, tatsächlich, Prepaid-Tarife gibt's noch, aber sind sie heute im Jahr 2022 wirklich noch sinnvoll? Dieser Frage gehen wir jetzt auf den Grund nach dem Intro. Als ich mir im Jahr 2000, muss es gewesen sein, mein erstes Handy holte, das war ein Trium Astral, kennt heute kein Mensch mehr. Da war es für mich quasi, für mich und meine Clique selbstverständlich, dass wir uns Prepaid-Handys holten. Ich kaufte mir also ein Call-Ja-Paket von D2 Mannesmann und dieses Handy war dabei. Kostenpunkt ungefähr 130 Mark. Und, ach Gott, ich klinge wie ein alter Opa, ne? Die Grenzen waren klar gezogen. Auf der einen Seite hatten wir Prepaid-Tarife. Da gab es keine monatlichen Grundgebühren und keine Vertragsbindung. Dafür hat es relativ viel gekostet, zu telefonieren und SMS zu verschicken. Natürlich ganz im Sinne vom Prepaid als Konzept musste man zuerst sein eigenes Guthabenkonto aufladen mit solchen Karten und konnte sie danach abtelefonieren. Und die Handys, die man dazu bekam, waren eher so die von der günstigeren Klasse. Auf der anderen Seite hatten wir da die elitäre Welt der Laufzeitverträge mit monatlichen Grundgebühren, die teilweise natürlich auch zur Refinanzierung der oftmals etwas teureren Handys verwendet wurde von den Providern. Wir hatten Vertragslaufzeiten von meist 24 Monaten und tatsächlich dann auch etwas niedrigere Preise für Telefonie und SMS. Wie gesagt, in meiner Peer Group hatten eigentlich alle Prepaid-Geräte. Wir waren so kurz vor der Volljährigkeit. Es ging uns damals aber auch nicht darum, dass man viel telefonierte. Es ging vor allem darum, ein Handy in der Hosentasche zu haben, erreicht werden zu können und natürlich SMS zu senden. Auch heute im Jahr 2022 gibt es natürlich noch Prepaid und es gibt auch noch Laufzeitverträge. Aber das, was diese konzeptionellen Bollwerke ausgemacht hat, das ist eigentlich heute nicht mehr so vorhanden. Die Grenzen sind so ineinander verwischt und verwoben. Wie ist das passiert? In ungefähr Mitte der Nullerjahre gab es eine kleine Revolution im Prepaid-Bereich. Da kamen dann plötzlich Marken wie zuerst Simyo und dann auch Phonic und andere Marken und haben gesagt, naja, Prepaid ist eigentlich ziemlich teuer. Wir geben den Leuten einfach kein Handy mit dazu, aber dafür können sie sich einfach eine SIM alleine holen und zahlen dann aber auch nur noch 9 Cent meistens pro Minute oder 9 Cent pro SMS. Ich hatte damals mir auch so eine Simyo-Karte besorgt und das war dann auch die SIM-Karte, die ich als allererstes in ein Gerät reingesteckt habe, das mobile Daten empfangen konnte. Und da hat man dann 25 Cent pro Megabyte bezahlt. Daten wurden dann erst später günstig, so ungefähr in den frühen 10er Jahren, als es dann auch schon ein iPhone am Markt gab. Und wie ist die Situation heute im Jahr 2022? Naja, wir haben immer mehr Laufzeitverträge mit flexiblen Laufzeiten. Teilweise sind die Dinger monatlich kündbar. Und im Prepaid-Bereich haben wir immer mehr Tarife, in denen man monatliche Optionen hinzubuchen kann. Also im Prinzip, man zahlt monatlich, um ein bestimmtes Feature-Set zu bekommen. Zum Beispiel Daten-Flatrates oder Telefonie- und SMS-Flatrates als Paket. Und auch im Kostenbereich hat sich einiges getan, denn Laufzeitverträge sind mittlerweile deutlich günstiger geworden. Vor allem dann natürlich, wenn kein Gerät mit dabei ist, aber selbst die Verträge mit Geräten, also mit einem preiswerten Xiaomi-Handy zum Beispiel, sind teilweise schon für 12, 13 Euro im Monat zu bekommen. Also da hat sich wirklich einiges getan. Werfen wir doch mal einen Blick auf eines dieser Vertragsangebote, zum Beispiel Frank. Frank ist eine Tochter oder eine Untermarke von Congstar. Congstar wiederum ist eine Tochter der Telekom. Und das Feature-Set von Frank ist eigentlich, gut genug für die meisten von uns. Man hat halt eine LTE-Flatrate mit 5 GB momentan pro Monat und einer Maximalgeschwindigkeit von 25 Megabit. Telefonie ist mit drin, SMS ist mit drin und das alles zu einem Fixpreis von 10 Euro im Monat. Auf der anderen Seite, also im Prepaid-Bereich, haben wir ein Angebot wie Jahrmobil Prepaid. Und da sind die Leistungen mehr oder weniger identisch. Auch Jahrmobil ist nämlich eine Congstar-Tochter, das heißt, ihr nutzt das gleiche Netz, ihr habt die gleiche Geschwindigkeit
Bezahlt halt vorher und ihr könnt euch aussuchen, welche Option ihr euch da holt. Da gibt es zum Beispiel für 8 Euro ein Paket mit 3 GB an Daten oder auch für 13 Euro ein Paket mit 6 GB an Daten. Also Frank ist da ungefähr bei der Leistung ungefähr dazwischen. Ihr habt allerdings bei Yarmobil die Möglichkeit, da so ein bisschen flexibler zu agieren. Ihr bekommt allerdings diese Leistungen, dieses Paket, nicht für einen ganzen Monat, sondern für 28 Tage. Aber das sind im Wesentlichen die Unterschiede zwischen beiden Tarifen. Dieses Beispiel soll nur illustrieren, was man im gesamten Mobilfunkvertragsbereich sieht, vor allem im, ich sag mal, im Einsteigerpreissegment. Also so bis 10, 11, 12 Euro, da ähneln sich die Produkte, die Tarife wirklich stark, egal ob auf der Laufzeitvertrags- oder auf der Prepaid-Seite. Aber sollte man Prepaid jetzt verwenden oder dann doch lieber zu einem günstigen Laufzeitvertrag greifen? Naja, es gibt so ein, zwei Argumente für Prepaid. Das eine ist, manchmal will man wirklich kein Geld ausgeben, sondern nur eine Telefonnummer haben und für den Notfall oder für einen speziellen Fall erreichbar sein. Dann gibt es noch spezielle Prepaid-Angebote für Leute, die halt häufiger ins Ausland telefonieren wollen, also zum Beispiel iYildiz oder Lebara. Da gibt es halt auch im Prepaid-Bereich ganz günstige Angebote für spezielle Länder. Und natürlich ein Argument ist noch, dass man, wenn man diese Nummer nicht mehr braucht, diese SIM-Karte, dass man das dann einfach auslaufen lassen kann. Man kann einfach diese Karte irgendwo hinschmeißen und nach einer Zeit wird die automatisch abgemeldet. Dieser Vorteil ist aber auch gleichzeitig ein Nachteil, denn wenn ihr euch nicht darum kümmert, sprich gelegentlich euer Guthaben aufladet, dann ist es tatsächlich so, dass irgendwann eure SIM abgeschaltet wird. Die Gültigkeitsdauer Ihres Prepaid-Guthabens ist abgelaufen. Also einfach nur SIM-Karte kaufen und dann fire and forget, das ist dann halt auch leider im Prepaid-Bereich nicht so. Aus eigenen jüngeren Erfahrungen mit Laufzeitverträgen, die monatlich kündbar sind, aber auch mit Prepaid-Karten, würde ich dann aber doch tendenziell eher zu einem günstigen Laufzeitvertrag raten. Und zwar aus mehreren Gründen. Zum einen sind diese Discounter-Laufzeitverträge dann doch oft nochmal einen Tick günstiger. Wir reden hier über einen Preisbereich von 1-2 Euro im Monat, aber trotzdem, man kriegt dann entweder etwas mehr Leistung fürs gleiche Geld oder zahlt für die gleiche Leistung dann doch ein Tick weniger. Das gilt vor allem, wenn man ja ein bisschen fahndet nach Sonderangeboten. Also gerade diese Drillisch-Marken wie WinSim, Sim.de, PremiumSim, Handyvertrag.de, zumindest eine dieser Seiten hat eigentlich immer irgendwo ein Sonderangebot. Und wenn man danach sucht, dann kann man oft einen sehr guten Deal machen, zumindest wenn man sich mit dem O2-Netz arrangieren kann. Ein weiteres Argument aus meiner Sicht ist die Einfachheit. Wenn man einen Postpaid-Vertrag nutzt, dann zahlt man halt einfach einmal im Monat eine bestimmte Geldsumme und ist dann mehr oder weniger safe. Zum Beispiel bei Frank ist es so, ich zahle einfach 10 Euro, die mir einfach jeden Monat von meinem PayPal-Konto abgebucht werden. Damit weiß ich, ich muss auch nicht mehr zahlen, weil andere unangenehme Überraschungen zum Beispiel sind quasi ausgeschlossen. Also auch bei Frank kann man zum Beispiel keine Sonderrufnummern anrufen. Kostenpflichtige Anrufe aus und im Nicht-EU-Ausland sind auch ausgeschlossen. Also es gibt im Prinzip keine Möglichkeiten, wo ich sonst noch mehr Geld ausgeben könnte. Andererseits gibt es im Prepaid-Bereich halt auch Kostenfallen. Also ein ganz konkretes Beispiel, das ich auch selber erlebt habe. Bei einer Yarmobil-Karte habe ich das Guthaben mit 15 Euro aufgeladen, dann eines dieser Pakete gebucht, das mich 8 Euro im Monat gekostet hat. Und als dieses Paket ausgelaufen ist, waren nur noch 7 Euro auf meinem Prepaid-Konto drauf. Und weil das zu wenig war, wurde dann auch dieses Paket nicht von selbst aktualisiert. Mit der Folge, dass der Tarif in den Basistarif zurückgerutscht ist. Und das heißt, teure Daten, teure Telefonie, innerhalb von einem Tag oder so war dann halt das komplette restliche Guthaben aufgebraucht. Das letzte Argument ist eigentlich das Elternargument, denn der wahrscheinlichste Anwendungsfall für Prepaid-Karten, zumindest in den Köpfen der Leute, ist wahrscheinlich, naja, ich will halt, dass mein Kind erreichbar ist, möchte aber keinen zusätzlichen Vertrag. Aber wie gesagt, diese Prepaid-Vorteile sind heute gar nicht mehr existent. Da kann man genauso gut zu einem günstigen Vertrag greifen und hat zusätzlich noch den Vorteil, dass man sicher sagen kann, wenn mein Kind unterwegs ist und möchte mich anrufen, dann wird es auch auf jeden Fall funktionieren und da kommt dann nicht diese blöde: Möchten Sie Ihr Guthabenkonto jetzt mit einer O2 Prepaid Guthabenkarte aufladen? Ansage im Telefon. Mein Fazit
Ich würde im Zweifel dann doch eher zu einem günstigen Laufzeitvertrag raten, bei dem die monatliche Rate ja mehr oder weniger gedeckelt ist, die ihr da bezahlen müsst. Und da gibt es dann auch keine unangenehmen Kostenüberraschungen, weil plötzlich ein Anruf nach Malaysia stattfand oder so, weil das kann man auch von vornherein sperren. Und also da seid ihr auf der sicheren Seite. Und wenn ihr da auch maximal flexibel sein möchtet, dann guckt euch einfach einen Vertrag aus, der monatlich kündbar ist. Ein paar dieser Angebote verlinken wir hier unter dem Video auf YouTube. Falls es euch gefallen hat und geholfen hat, dann gebt uns gerne ein Like oder abonniert unseren Kanal auf YouTube. Und ansonsten, ja, guckt euch auch meine anderen Frank berät euch zu Tarifen-Videos an. In dem einen Video verrate ich euch, warum ihr unbedingt noch heute am besten euren Handyvertrag kündigen solltet. Und in dem anderen Video gebe ich euch ein paar Tipps mit, wie ihr erkennt, ob ein Handyvertrag wirklich gut ist oder Abzocke pur. Wir sehen uns dann in einem anderen Video. Bis dann. Ciao.